So, hallo zu Hause. Ostern ist ja nicht nur zum Verstecken da, sondern auch ein Wettkampf, zumindest für den HFC gegen MSV Duisburg. Unsere drei Jungs, Fabian Bredlo, Klaus Jasula und Toni Linhan, werden jetzt schon mal einen kleinen Wettkampf ausschießen. Gibt natürlich auch was zu gewinnen. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Es gilt, die Osterhasen dort zu treffen und dann die Schokolade zumindest mal zu kosten. Und wir sind gespannt, wer den ersten, wer den zweiten und wer den dritten Preis bekommt, also den Song, den Trostpreis und den Hauptgewinn. Kann losgehen, Jungs. Top, die Wette geht. So, Rennen ist entschieden. Kurze Siegerehrung, Toni Linhan, herzlichen Glückwunsch. Kannst du zu Hause naschen mit deiner Freundin, habt ihr schon mal das erste beisammen. Das war der Hauptgewinn. Den Trostpreis kriegt der Klaus. Viel Spaß am Kamin zu Hause. Ja, macht's dir gemütlich. Und den Song hat der Fabi erobert. Ja, kleiner bitterer Beigeschmack. Nicht nur wegen des Duisburg-Maskottchens, sondern auch wegen des Unterbergs. Vielleicht noch einen kurzen Gruß zu Hause an die Fangemeinde zu Ostern. Ja, wir wünschen euch natürlich ein frohes Osterfest den ganzen Familien da draußen. Wir hoffen, dass ihr erfolgreich seid bei der Eiersuche. Wir hoffen, dass wir erfolgreich sind bei der Punktesuche. Und ja, wir wünschen euch, wie gesagt, frohe Ostern.